Wir sind im Forschungsbereich angekommen und da gibt es auch gleich einmal Multimedia. Welcome to the research sector of the Hallo. Bureau of Control. I'm Dr. Caspar Darling, Head of Research. Somebody thought this video would make for great internal communications. I'm looking at you, Mr. Tomasi. So, Oops. this is where the magic happens. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here. And through those years, we've made astonishing discoveries, authored studies of grave importance. And in all this work, there is one thing we know, and that's how little we truly know. Rest assured, we're committed to keep pushing the known laws and borders of reality and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance, and do follow the safety protocols. Read the manual. Otherwise, bad things will happen. Die Waffe sah eben anders aus, ne? Echt? Service-Weapon. Gut. So, du kannst natürlich das. Mal gucken, ob die taugt, weil jetzt habe ich ja Dreh- und Schmetterer. Oh, geil. Haha. Ja, schon ein bisschen cool. Lockdown lifted. Mach halt Da hat alle. jemand Minecraft gespielt. And to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance and to follow the safe. Aha. Ah, wenn man die so ein bisschen angekratzt hat, kann man die auch beschmeißen. Oh, wow. Piff, Cool. paff. Noch 45. Die schreddert das ganz zuverlässig, ne? Schredder! Wie praktisch das ist, dass man einfach dann sich so ein Stück Beton aus dem Boden reißt. Der Spritzbeton. Der Stahlbeton. Der Feinwaschglasichtbeton. Pflanzenbeschwerde. Hey, also ich habe mich wegen der Pflanzen in der Forschung gewundert. Ist es wirklich notwendig, ihnen was vorzusingen? Ich meine, der Hausmeister hat eine schöne Stimme und den Pflanzen scheint es echt zu gefallen. Vielleicht könnt ihr auch nur einfach mal eine andere Platte auflegen. Ich habe den Tango ziemlich satt. Und woher kommen diese Pflanzen überhaupt? Niemand scheint sich daran erinnern zu können, wie sie gepflanzt wurden. Und die Leute sind ein wenig zu begeistert von ihnen, wenn man mich fragt. Wenn wir von Zimmerpflanzen überfallen, scheint eine Untersuchung wert zu sein. Dr. Lewis. Hervorragend, Lewis. Kurz, aber völlig sinnlos. Da sind noch Feinde, oder? Red doch wer. Das cast mich im Kino auch immer so an, wenn so Leute vor der Leinwand Heb rumhängen. mal den Projektor auf. Warte mal, erst mal gucken, was da liegt. Da, bitte schön. Ein Blick in das paranatürliche Synchronizität und die unerkannten Verbindungen. Einleitung. Synchronizität ist ein Phänomen, das von den Weisen schon lange erkannt worden ist, aber erst neuerdings einen Namen durch die Wissenschaft erhalten hat. So erklären wir vernunftmäßige Ereignisse, die durch keine identifizierbare Kausalität verbunden, aber dennoch eindeutig zielgerichtet miteinander verknüpft sind. Wie sieht ein Traum ein Ereignis auf der physischen Ebene voraus? Warum bellen Hunde beim Tod ihres Herrn, der Kilometer entfernt passiert? Die Welt wird geordnet auf eine Art und Weise, die wir noch nicht verstehen. Manchmal stolpern wir über diese unsichtbaren, unbekannten Fäden und wundern uns über das Ergebnis. Der Visionär Carl Jung ebnete den Weg, den wir jetzt erst gehen müssen. Meine noch junge Forschungsabteilung macht es sich zur Aufgabe, zuverlässig
das Delfinklopfverhalten am Ende des Jahres 1959 zu reproduzieren. Wenn das geschehen ist, werden die Techniker der Synchronizität sich zu gegebener Zeit selbst offenbaren. Wir beschreiten den Weg in die Zukunft der Wissenschaft. Die Geschichte wird sich vielleicht nicht an unseren Namen erinnern, aber Gott persönlich wird dies tun. Vollständiger Bericht in Akte X. Wo sonst? Also, meinst du, ob das Licht dann da weggeht? Ja. Alter, das ist ja wohl Hammer. Ja. Ist das krass. Guck dir den Schatten an. Ja, Fritz, jetzt hast du hier deine dynamische Lichtquelle. So, as dynamic as it gets. Kriegt ja, man eine Achievement, wenn man den Film jetzt bis zum Ende mitnimmt? War sowieso ein langweiliger Film. Wie gerne die Musik gleich wieder weitergeht. Weiter abwärts, oder? Abwärts. Parapsychologie, okay. Mal kurz auf die Karte. Dr. Darlings Office ist. Oh, Darling. Aha. Da zielt schon einer. Ein Schneiber. Ha, mit diesem Astrolabium. Ich auch mehr. Damit beschmeiße ich jetzt den nächsten hier. Da habe ich mein Leben lang von geträumt. Endlich mal Leute mit astronomischen Instrumenten beschmeißen. Da kommt davon. Hat denn noch so einer? Ein Wasserspender. Flupp. Da sprudelt's gar nicht. Wie Zeug da kaputt geht, ey. Oh. Ahaha. Die ist schon relativ schnell leer, ne? Ja. Ich finde der Griff cooler, aber ich finde der erste Waffen eh immer cooler. Kannst du ja wieder umschalten, wenn du willst. Ich weiß. Aber ich mag auch Maschinengewehre gern, deswegen versuchen wir uns noch ein bisschen aneinander zu gewöhnen. Dreh und ich. Außerdem würde ich gerne die 50 voll kriegen. Schaffst du nicht. Sind doch nur noch 10 Jahre. Bah. Batz. So cool das war bei Quantum Break, diese Zeitgeschichte bei den Kämpfen, das Einfrieren und so, das hatte schon auch echt was. Aber hier dieser Umweltaspekt, nämlich sie zu zerstören. Wow. Hat schon auch was. Sag mal. Jetzt kommen wieder so Bossmonster, möchte ich mal sagen. Jetzt gehe ich hier mal rein, vielleicht. Der Raum wäre noch geiler, wenn man ihn nicht schon kennen würde, ne? Ah, den hat man, glaube ich, in einer recht frühen Demo schon mal gesehen. Notrufzusammenfassung. Ereigniszusammenfassung. Ermögliches AWE im Zuge dessen eine namenlose Einzelperson über eine Telefonleitung einen Fall von Transkorporealität erlebte. Ereignis weist deutliche Ähnlichkeiten mit AWE 2115 auf, im Rahmen dessen jemand erstickte. Ereignis ist vermutlich dem Brazzo zuzuschreiben und als Gegenreaktion wurden die folgenden Maßnahmen unternommen, um Einwirken zu verhindern. Kahn, Vorstandsvorsitzender. Ihr habt es zuerst gehört. Na, leider nicht. Aha, wie der jetzt weggelaufen ist. Ah, ich werde mit Messinggeräten beworfen. Nix wie weg. So. Ob es wohl Messis gibt, die nur Messing horten? Debra Messing zum Beispiel. Die hat sich jetzt auch mega beliebt gemacht, oder? War irgendwas denn?
Das war doch die von Will and Grace. Ach, hab ich mitbekommen. Die jetzt auf einmal, sag ich mal, steht jetzt auf der Abschussliste bei diversen republikanischen Politikern und so. Hä, ich dachte bei... War die nicht pro-Trump? Ich dachte bei Anti-Trump. Jetzt, Moment. Ich guck das nach. Nicht das Falsche, der im Frauen nachsagen. Ich guck das nach. Geh mal in die Modifikationen. Ui, da haben wir jetzt auch schon wieder was. Also wir haben aktiv Level 1. Lebensgeneration bei Elementaufnahme. Energieschub. Schleudern, Energiekosten. Was kostet uns denn so Energie, dass es nervt? Sollen wir mal statt Level 1 Lebensregeneration nehmen, Energieregeneration, Geschwindigkeit und schauen, wie sich das so anfühlt. Ich mach das jetzt mal. Also ich habe mitbekommen hier, dass die sich mit Präsident Trump auf Twitter gebieft hat. Ach so, ja, dann ist ja gut. Wer nicht. Ich lese aber den Zischer mal vor. Scharfschützen der Behörde sind darauf spezialisiert, Bedrohungen aus der Entfernung auszuschalten. Sie entdecken ihre Ziele mit ihren Suchstrahlern, die an ihren Gebären angebracht sind. Zischer-Scharfschützen sind nicht minder tödlich. Dass sie vom Zischen befallen sind, hat ihre Taktiken nicht verändert. Sie ziehen es eindeutig vor, in weiter Entfernung zu ihren Zielen zu bleiben und von höherer Position auf einen sauberen Schuss zu warten. Vorsicht ist in offenen Räumen geboten. Balkone sind zu prüfen. Ich sollte darauf hinweisen, dass ihre Gewehre mit einem Bajonett für den Nahkampf ausgestattet sind und sich Zischer-Scharfschützen nur allzu gut bewusst sind, wie diese einzusetzen sind. Vollständiger Bericht in Akte 2. Was? Ich wusste schon, dass du angesetzt hast, dass da nichts kommt. Ist doch gar nicht mehr so einfach. Also hier, finde ich, spielt das jetzt aber schon alles ganz schön zusammen. Was denn? Ja, mit der Optik und dem Licht und dann dieses Gewabe und die Spiegelungen. Schon ganz cool. Und das ist jetzt immer noch die Matsch-Version. In 200 Jahren wird es Computer geben, die den Bus-Simulator und Control doppelt so unscharf das darstellen können, aber mit 2 Frames mehr. Material. Parapsychologie muss ich immer noch, oder? Wo muss ich denn da hin? Rechts rum. Darum, aber der ist ja zu. Vielleicht doch erstmal nach oben oder halt den Schildern folgen. Den Schildern folgen. Geh ja mehr bergab. Gehen Sie mit der Konjunktur. Da geht's zur Cafeteria. Dimensionen. Forschung, Cafeteria. Sie hatten mich bei Cafeteria. Oder Cafeteria. Cool, die Cafeteria. Was gibt's denn hier? Ein Radio. Oh. Jeder nur ein Kreuz. Hubert Schwarzstein-Analysen. Hallo Carla, kommt es dir auch komisch vor, dass Darling uns in seinen bizarren Videos haben möchte? Wir stehen doch einfach nur da, wir müssen uns nicht mal was sagen. Versteh mich nicht falsch, immerhin besser als ein Tag im Labor. Außerdem ist es immer toll, mit dir zu arbeiten. Ach ja, ich bin mit den Vergleichsanalysen der beiden Schwarzstein-Proben fertig, die du mir geschickt hast. Das Prisma, oder wie du es genannt hast. Sie liegen am selben Ort wie immer, unter C wie Carla. Eine praktische Eselsbrücke, oder? Haha! Egal, lass mich wissen, wenn du über die Daten sprechen möchtest. Ich erkläre dir gerne alles. Vielleicht können wir bei ein paar Gläsern Wein oder einem Abendessen darüber sprechen. Ich weiß nicht mal mehr, weil ich das letzte Mal ein gutes Steak gegessen habe. Vielleicht können wir mal nach der Arbeit zusammen essen gehen. Morgen hätte ich Zeit. Liebe Grüße, Hubert. Ja. Smooth. Digga. Da muss ich jetzt aber schon einmal... Oh. Randalieren. Das wollte ich nicht. Das war wie damals bei uns in der Kantine. Ich habe gestern was gelesen, dass diese Szene in dem ersten Spider-Man-Kinofilm hier mit Tobey Maguire noch, wo der in der Cafeteria das Tablett so schnell auffängt und alles Essen auffängt, was diese Mary Jane so hochschmeißt. Das dachte ich, der wäre auch... Kann ich den... Oh. Ja.
dass die angeblich nicht CGI war, sondern der das in echt gemacht hat. Das ist doch Bullshit. Keine Ahnung. Das geht doch gar nicht. Tobey Maguire. Geht doch nicht. Ich glaube, das geht nicht. Da ist wieder die Post. Da geht's. Oh, was ist das? Größere Toilette. Nee. Hm, steht da. Acoustic Research. Entschuldigung, habe ich bei System Shock gelernt. Halt! Was? Ich dachte, da stand Bright Falls, stand aber doch nicht drauf. Bright Falls ist alles gar nicht mehr so bright. Lead-Fragebogen, das ist sowas für mich. Beantworten Sie die Fragen innerhalb von 2 Minuten nach dem Hören. Hat das? Achso, Poets of the Fall, My Dark Disquiet. Da sind Sie auch wieder mit dabei. Erstens, hat das Lied bestimmte Erinnerungen wachgerufen? Wenn ja, beschreiben Sie sie. Zweitens, verspürten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt ein starkes Gefühl? Falls ja, was für ein Gefühl? Drittens, tauchte bei dem Lied das klare Bild einer Waffe in Ihrem Geist auf? Wenn ja, beschreiben Sie sie. Viertens, beschreiben Sie detailliert Ihre aktuelle Umgebung, wie Sie sie wahrnehmen. Fünftens, haben Sie jemals Stimmengemurmel gehört, als kein anderer anwesend war? Wenn ja, was wurde gesagt? Hören Sie es jetzt. Bitte wählen Sie aus den folgenden Paaren einen Teil aus. 6a, 1 oder 2, A oder B, Tag oder Nacht, Apfel oder Orange, ausbrennen oder verblassen. Poets of the Fall sind natürlich die Band, die in jedem Remedy-Spiel irgendwie mit dabei ist. Achso, da kann man sich das jetzt vielleicht reinziehen. Boah, aber auch in so einem geilen Stuhl, wie auf diesem Plattencover. Ich müsste jetzt hier mega leise werden. Aber das sind aber mal Boxen. Ist da kein Knopf, wo man das aktivieren kann? Ups. Das war die Gegensprechanlage. Das war's dann wohl mit Dolby Atmos. Kommt da drin noch ein Knopf, dass man das aktivieren kann? Da geht's doch. Natürlich. Wollen wir das noch fertig hören, oder? Von mir aus können wir weitergehen. Na gut. Bevor es die wir Folge können ja den Test gleich nochmal machen. GEMA-mäßig abgeschossen wird. Das ist wahrscheinlich eh schon. Jetzt muss ich mal kurz mal in die Sammelobjekte gucken. Wo waren das jetzt? Bei Multimedia war das jetzt, oder? Ich meine nicht das Lied, sondern der Fragebogen. Ach so. Das hätte mich jetzt noch schnell interessiert. Schriftverkehr. Nee. Oh Gott. Ja, bis man das jetzt wieder erfindet. Forschung hier, oder? Ah, ja. Hier. Bestimmte Erinnerungen. Boah, ja. Schreiben Sie sie. Ich finde dieses Arpeggio, was am Ende kam, das erinnert mich immer ein bisschen an Limahl, Never Ending Story. Das hat so einen Glitzer-Sound, ja. Wie oft in den 80ern. Mich hat das jetzt halt an die ganzen anderen Powers und so vor. Die kenne ich alle nicht. Na klar kennst du das. Echt? Ich weiß nicht. Aus Alan Wake, das When I thought that I fought this war alone.
You were there by my side, denn das so. Ein starkes Gefühl. Ja. Was für ein Gefühl, ein angenehmes. Klare Bild, eine Waffe, nein. Aktuelle Umgebung, wie Sie sie wahrnehmen. Wie immer. Rückenschmerzen. Stimmige Wummel, nein. Ein Teil, 2A, Nacht, Apfel, verblassen. So. Make of it what you will. Ist wahrscheinlich ist das irgend so eine Terror-Watchlist. Ja, Sie sagen, ich sag jetzt Violett und dann sagen Sie, der Herr Melzer bringt seine Frau um. Gut, Parapsychologie. Oh, da wird es aber jetzt auch schon ein bisschen merkwürdig hier hinten. Fair warning. Da bin ich jetzt schon It's richtig, gonna oder? Nee, get bin ich nicht. Warte mal, strange. da war doch hier jetzt gerade irgendwo. Da war doch das Schild. Da sind Schilde. Parapsychologie, heißt es nach oben oder geradeaus? Geradeaus, oder? So. Geh mal da weiter, wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Ich traue mich da trotzdem nicht rein, da kannst du von mir aus du dann gleich reingehen. Ja, von mir aus. Wenn sie meinen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.